So, willkommen zurück. Ja, ich nehme noch ein Part auf, weil ich gerade Zeit und Lust habe. Wir haben ja jetzt den Abdruck gemacht und wir haben noch etwas Gips übrig. Dann tun wir doch Gips in den Abdruck rein. Sorgfältig brösle ich den Gips in die Seifenform, die ich von dem Schlüssel gemacht habe. Und jetzt machen wir das Ganze nass. Mehrere Minuten später. Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Ja, das ist tatsächlich eine Idee. Nein. Okay. Vielleicht muss ich etwas. Ach so. Das ist ja einfach. Stimmt ja. Ich hatte für Leute, die sich fragen, ob ich eine Komplettlösung nutze. Ich habe mir Notizen gemacht beim letzten Durchspielen. Ab dem, wo man dann nach Spanien geht rum, weil ich dann tatsächlich jetzt versuche ich zu gehen mit dem Schlüssel. Hey, Monsieur, hauen Sie nicht. Was natürlich nicht geht, weil ich muss den Schlüssel ihm wieder geben. Was gibt es? Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Merci, Miss. Vor den beiden Notizen, man weiß ungefähr, was man tun muss. Da ist eine graue Farbe. Hey, Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer! Okay. Das will ich aber auch gemeint haben, einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Puh. Ein Farbeimer, sie zu knechten. Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Ich glaube, der ist schwerhörig. Ich habe diesen Schlüssel aus Gips hergestellt. Wie aufregend, wie clever, wie sinnlos, hä? Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Sorry, mein Telefon hat gerade geklingelt. Schauen wir doch mal, ich müsste das Telefon benutzen. Darf ich mal das Telefon benutzen? Bedienen Sie sich. Ich bin hier angestellt, um diese Türe zu bewachen. Das Telefon kann auf sich selbst aufpassen. Hallo, Nico? George, was hast du herausgefunden? Noch nichts. Nichts? Stimmt etwas nicht? Nein. George, warum rufst du mich denn an? Oh, kein bestimmter Grund. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Ach ja? Dann hör mal gut zu, wie meine Stimme dir sagt, stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Oh. Vielleicht kann ich ihn irgendwie. Hey du, weg von meiner Schutthalde! Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Ich muss ihn irgendwie dazu bringen. Moment.
Ah, Moment. Ich habe eine Sache gar nicht versucht. Au revoir, Monsieur. Die eigentlich offensichtlich ist. Hey, Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer. Okay. Das will ich aber auch gemeint haben, einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Puh. Eisenschutzfarbe. Interessant. Jetzt müsste es funktionieren. Wir rufen Nico an, damit sie mit ihm redet, aus welchen Gründen auch immer, ich hab's vergessen. Und ja. Collard? Hallo Nico, ich bin's. Ich bin im Institut Hermetique de Narval. Tschüss, George. Nein, warte noch, ich brauche deine Hilfe. Welche Art von Hilfe? Ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr beschäftigt bin. Es dauert nur ein paar Minuten, das verspreche ich. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh, okay. Bleib dran, ich hole ihn. Wie bescheuert das ist. Ach, man lässt einfach das Telefon so hängen. Na gut, bei den alten klassischen geht das auch. Automatisch, nein, ich muss mit ihm reden. Schade, wäre auch zu einfach. Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau dran, klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt. Klingt eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch die Lady nicht auf ihr Bild von einem Mann warten lassen. Ja, ein Arsch sie zu knechten. Nein, das war was anderes. Der Gipsschlüssel hat die Farbe prima aufgesogen und sieht jetzt ganz schön echt aus, fühlt sich aber immer noch wie Gips an. Gut, das macht ja nichts. Oh la la, Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an und dann plötzlich... Nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja, ich habe da noch eine Zigarette zu beenden. Und Monsieur, wenn sie nochmal anruft, ich bin beschäftigt. Ich habe doch gesagt, dass ich beschäftigt bin. Ja, Arbeitseinstellung pur, mit der Hand in der Hosentasche. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich müsste nochmal auf die Toilette. Was, schon wieder? Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Ist schon gut, hier haben Sie den Schlüssel. Ja. Wir sehen uns später noch. Au revoir. Ah, Moment, stopp. Ich muss den Schlüssel benutzen. Hä? Habe ich mich verklickt? Das Ding fühlt sich richtig heiß an. Es scheint wegen großer... Ein großer alter Boiler dient zur Beheizung des Gebäudes. Schnell und ohne viel Trara tausche ich den falschen Schlüssel gegen den echten aus.
Ah, okay, ich hab. So, dann gebe ich Ihnen den Schlüssel wieder. Was gibt es? Ich kann Ihnen die Schlüssel einfach nicht zurückgeben. Der nachgemachte Schlüssel sieht ja sehr echt aus, aber er fühlt sich immer noch an wie das, was er ist. Angemalter Gips. Er würde das sofort entdecken. Habe ich irgendwas vergessen? Ach Gott. Ich sollte Nico lieber nicht mehr stören, solange ich keinen guten Grund dafür habe. Ah ja, Moment. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstluft hereinzieht. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreiche. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Aber heiß haben Sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Stimmt auch wieder. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Wir verarschen mich jetzt. Ich drehe die Heizung ab und warte. Jetzt kann ich Ihnen nämlich den falschen Schlüssel geben. Was gibt es? Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Jetzt benutze ich das Telefon nochmal oder ich versuch's. Ja. Hi, Nico. Ich bin's schon wieder. Habe ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück. Das ist gut. Von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Hey, du. Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ja, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst den ganzen Tag nur rum. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, du elefantöser Dumbatz, mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter! Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Er geht automatisch runter. Für die Klickfaulen.
Jetzt können wir nämlich endlich den echten Schlüssel benutzen und hier reingehen. Können wir uns hier umschauen und schauen, ob wir irgendwas anklicken können. Mir fällt nichts Vernünftiges ein, was ich mit diesen Bohlen anfangen könnte. Ein paar Holzbohlen, die den Steg gebildet haben, lehnen an der Wand. Hier ist eigentlich sonst nichts zum Anklicken dann. Kein Zweifel. Das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen. Endlich mal ein vertrautes Gesicht. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. Könnte man vielleicht auf diese runde Fläche das hier draufstellen? Und da ist es, entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja. Es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Sonst kann ich ja auch... Möchtest du den Kelch aufbewahren? Oh nein, ich würde mich mit einer heiligen Reliquie in meinem Haus nicht wohlfühlen. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Ich habe jetzt noch auf irgendwas Sarkastisches gewartet, wie beeil dich, solange sie noch lebt. Aber so gemein ist dann das Spiel doch nicht. Ja, jetzt schon wieder derselbe EQ vorbei. Dann fliege ich nämlich zur Villa de Vasconcellos, jetzt schon so. Ich hatte den Kelch sowieso zurückbringen wollen, aber ich hätte nie erwartet, dass mich meine Spur hierher zurückführen würde. Die Villa de Vasconcellos liegt so malerisch da wie eh und je. Das Wetter ist noch immer gut. Und Lopez springt noch immer den verdammten Rasen. Ich fange an zu glauben, dass er chirurgisch an dem Ding befestigt worden ist. Hallo Lopez, was macht die Kunst? Senor Stobart, wie schön Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut? Prima, danke. Ist die Gräfin da? Sie wartet auf Sie. Ich bringe Sie rauf. Ist schon gut, ich kenne den Weg. Senor Stobart, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Nein, tun Sie nicht. Ich war unhöflich bei unserem ersten Zusammentreffen. Hören Sie, Lopez, vergessen Sie das ganz einfach. Ich bin hier ja auch reingeschneit wie ein Zeuge Jehovas. Ich hätte mir an Ihrer Stelle auch nicht vertraut. Sie verstehen nicht. Der Fund des Kelches hat meiner Herrin ein ganz neues Leben geschenkt. Es ist ein Wunder. Sie lächelt, sie lacht. Die Kaufleute denken schon, sie sei dem Prozack verfallen. Toller Spruch. An dieser Stelle geht es nächste Woche weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und tschüss, bis zum nächsten Mal.